Dies ist Teil 2 des Videos Romantische Rollstuhlwege in der Sächsischen Schweiz. Wege, Anfahrt und Besonderheiten. In diesem zweiten Teil sind verschiedene Touren und Wege und Anfahrten beschrieben. Die allgemeinen Tipps und Hinweise, wichtige Hinweise, die du beachten darfst oder vielleicht auch beachten solltest, findest du im Teil 1. Schau dir gerne auch den Teil 1 deshalb noch an. Das wäre hier sonst zu lang geworden. Ich habe deshalb auch zwei Teile des Videos gemacht. Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zum heutigen Video, zu diesem Video. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es geht um die Wege in der Sächsischen Schweiz. Welche Wege für Rollstuhlfahrer geeignet sind oder für gehbehinderte Menschen oder für Menschen mit Rollator. Ich mag wählen sehr. Wählen ist auch nicht so sehr überlaufen. Früh am Morgen ist es natürlich besonders schön. Besonders in der Woche über tags ist es ruhig und sehr erholsam. In Wählen auf der Seite von Pötscher gibt es auch in der Nähe vom Bahnhof ein wunderschönes Freibad, das ist sehr schön. Da war ich auch schon mal baden bzw. schwimmen. In Stadt Wählen auf der Bahnhofsseite, das ist der Ortsteil Pötscher Richtung Elbe dann. Musst du über die Gleise, über die Schrankenanlage und die Gleise. Also von der S-Bahn Richtung Elbe ist zwar der Weg teilweise durch die Steine etwas uneben, aber ein Stück des Weges Richtung Fähre direkt an der Elbe lang ist dann wunderschön, bietet wunderschöne Aussichten. Dort kannst du auch Dampfer beobachten im Sommer oder ab Frühjahr bis Herbst. Du kannst dann natürlich auch mit der Fähre fahren. Zwischendurch wird es sicher die eine oder andere kleine Hürde geben, was den Weg betrifft, also dass es vielleicht nicht ganz eben ist. Wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen, wie du das bewältigen kannst. Hast du dann den Fahrradweg nach Rathen auf der gegenüberliegenden Seite vom Bahnhof, also die andere Elbseite. Auf der Bahnhofsseite
ist der Fahrradweg von Wehlen nach Rathen sehr bergig. Also es geht auf und ab. Auf der anderen Elbseite, dort wo du auch die Kirche siehst und die Burg, auf dieser Seite ist er sehr gerade und eben, der Fahrradweg Richtung Rathen, und bietet wunderschöne Aussichten. Und zwischendurch auch gemütliche Rastplätze, gemütliche, ja wie kleine Balkone zum Verweilen an der Elbe, direkt an der Elbe. Richtung Wehlener Grund. Zwischendurch wird es sicher die eine oder andere kleine Hürde geben, was den Weg betrifft, also dass es vielleicht nicht ganz eben ist. Zum Wehlener Grund geht es auch ziemlich steil, ein Stückchen die Straße entlang. Wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen, wie du das bewältigen kannst. Wunderschön, bei 33 Grad, also es sind heute angesagt 33 Grad, ist der kühle Grund, der Wehlener Grund, genau das Richtige. Es ist wunderschön, so kühl, denn anderswo ist die Hitze total. Die Sonne strahlt, die Sonne scheint. Und bin den Wehlener Grund lang gefahren bis zur Abzweigung Utewalder Grund und Tscherry Grund. Also wie gesagt, ich habe nur das Stückchen den Wehlener Grund, das sind ungefähr 1,5 Kilometer, bin ich das Stückchen gefahren und dann wieder zurück. Nur Waldgeräusche und Vögel zwitschern, also und das leichte Windgeräusch im Wald. Und hier kann man auch gut Fahrrad fahren. Es geht zwar jetzt etwas bergauf, aber es geht noch. Es ist nur eine ganz leichte Ansteigung. Der Elberadweg ist natürlich besser als die Fahrstraße oder der Radweg im Wehlener Grund. Das ist natürlich nochmal ein Unterschied. Es ist dann doch etwas holprig stellenweise. Früh am Morgen ist es natürlich besonders schön und erst recht, wenn es im Sommer sehr heiß wird. Deswegen wollte ich das mit dem Wehlener Grund schon immer mal machen, bei entsprechenden Hitzetemperaturen.
Hier wird es dann etwas steiler. So habe ich es in Erinnerung zumindest. Und in die Richtung, Utterwalder Grund, ist es besser, wenn man dort wandert, als mit dem Fahrrad. Ich bin den Wehlener Grund lang gefahren, bis zur Abzweigung Utterwalder Grund und Cherry Grund. Der Utterwalder Grund ist für das Fahrrad nicht so geeignet. Also wie gesagt, ich habe nur das Stückchen, den Wehlener Grund, das sind ungefähr 1,5 Kilometer, bin ich das Stückchen gefahren und dann wieder zurück. Die Bahnsteigkante in Wehlen ist niedriger, denke ich mal, als der Zug. Es ist noch ein alter Bahnsteig und es ist auch ein Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Zum Bahnsteig gelangst du ebenerdig. Richtung Schönau musst du über die Gleise, über die Schrankenanlage Richtung Elbe dann fahren. Nächste Station, Kurort Ratten. Zur Bastei bitte hier aussteigen. In Kurort Ratten zur Elbe, Richtung Elbe, ein Stückchen die Straße entlang. Dort hast du die Möglichkeit, entlang an der Elbe zu fahren auf einem Art Panoramaweg direkt an der Elbe. Dann weiter, auch auf dem Fahrradweg Richtung Königstein, zumindest ein kleines Stück bis zum Ortsteil Strand. Das sind etwa 2 Kilometer. Bis dahin ist es relativ gerade und ebenerdig. Und du hast wunderschöne Aussichten, kannst du dort genießen. Auf einem Art Panoramaweg direkt an der Elbe.
dann weiter, auch auf dem Fahrradweg, Richtung Königstein. Zumindest ein kleines Stück bis zum Ortsteil Strand. Das sind etwa 2 Kilometer. Bis dahin ist es relativ gerade und ebenerdig. Und du hast wunderschöne Aussichten, kannst du dort genießen. Du kannst auch von Rathen nach Königstein fahren, aber nach dem Ortsteil Strand wird es dann etwas hügelig. Also es sind insgesamt 6 Kilometer, wenn du dir das zutraust. Es ist eine wunderschöne Strecke. Es geht ab und zu auch hügelig, aber nicht so stark. Also es ist eigentlich auch machbar, aber es ist also nicht ganz gerade. Wie gesagt, kleine Hügel, also Anstiege und Abfahrten sind auch zwischendrin auf der Strecke. Und von dort könntest du ja dann auch mit der S-Bahn zurückfahren. Wenn du dir diese zutraust, hier war der Osterhase schon. Hier war der Osterhase schon. In Rathen. In Kurort Rathen. Und da oben ist die Bastei. Dort oben waren wir schon mal. Da habe ich vorigen Sommer ein Video gemacht. Dort ist der Rauenstein. Also dort geht es zum Rauenstein. Das ist Rathen und die Bastei da oben. Links im Bild oben. Und hier ist der Frühling, wunderschön ist das. Der Frühling. Du kannst natürlich auch auf die andere Elbseite mit der Fähre fahren. Wie gesagt, ich kann es nicht einschätzen, wie du das bewältigen kannst. Der Weg von der Fähre zum Fahrradweg ist allerdings etwas holprig. Es sind solche Sandsteine und es ist, wie gesagt, holprig und eine kleine Herausforderung sicher. Das habe ich selber schon beobachtet bei einem Rollstuhlfahrer. Und es geht auch ziemlich steil bergan erst einmal. Hast du dann den Fahrradweg zwischen Rathen und Wehlen auf der gegenüberliegenden Seite vom Bahnhof, also die andere Elbseite. Auf der Bahnhofsseite ist der Fahrradweg zwischen Rathen und Wehlen sehr bergig, also es geht auf und ab. Auf der anderen Elbseite ist er sehr gerade und eben, der Fahrradweg Richtung Wehlen, und bietet wunderschöne Aussichten. Und zwischendurch auch gemütliche Rastplätze, gemütliche, ja, wie kleine Balkone zum Verweilen an der Elbe, direkt an der Elbe.
Von Rathen nach Wehlen ist es eine Stunde etwa bis eineinhalb Stunden zu fahren. Mit dem Rollstuhl, je nachdem, wie deine Konstitution ist. Oder wenn du mit Rollator unterwegs bist oder gehbeeinträchtigt, dann dauert es etwa eineinhalb Stunden bis zwei Stunden, je nachdem, wie deine Konstitution ist. Wenn du also den Fahrradweg von Rathen nach Wehlen fährst und dann in Wehlen mit der Fähre zurück zur S-Bahn fährst, schau dir dafür bitte den Abschnitt des Videos an, statt Wehlen. Da erkläre ich dann noch genaueres zum Weg zur Fähre und auch zur Bahnhofssituation, Besonderheiten zur S-Bahn-Station. Rathen Die Bahnsteigkante in Rathen ist niedriger, denke ich mal, als der Zug. Also es ist noch ein alter Bahnsteig und es ist auch ein ziemlicher Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Zum Bahnsteig Rathen gelangst du ebenerdig. Richtung Schönau musst du über die Gleise, also über die Schrankenanlage und die Gleise Richtung Elbe dann fahren. Auf der Elbseite, wo sich der Bahnhof befindet. Das ist die Hauptstrecke des Elbe-Fahrradweges auf der Bahnhofseite. Auf der gegenüberliegenden Elbseite nördlich der Elbe. Die Nebenstrecke des Elbe-Fahrradweges führt nicht bis Rathen durch, sondern geht dann als Wanderweg weiter. Du kannst dir die Stadt anschauen. Du kannst auch auf dem Elberadweg ein Stück fahren, also elbaufwärts ein kleines Stück. Also auf der Elbseite, wo sich der Bahnhof befindet. Das ist die Hauptstrecke des Elbe-Fahrradweges. Hier sitzt der Lilienstein. Und da ist der Königstein. Hier sind schöne Rastplätze. Also hier sind Bänke überall. Und hier auch. Das ist auch ein Spielplatz. Also hier ist auch eine schöne Rastmöglichkeit für Kinder, auch mit Kindern. Du fährst dann Richtung Fähre. Die Fähranlegestelle ist neu saniert worden und es ist ein Weg in so einer Zickzackform angelegt worden. Also auf jeden Fall Rollstuhlfahrer freundlich. Dort gelangst du dann zu dem Fahrradweg.
Du kannst dann ein Stückchen Richtung Rathen fahren im Ortsteil Halbestadt. Der Ortsteil Halbestadt ist so schön und zum Teil auch dörflich. Dort ist es insgesamt relativ ruhig, hast du immer wieder schöne Aussichten und Ausblicke. Es ist eine ruhige Fahrstraße bzw. also der Radweg. Bis nach Rathen kannst du allerdings nicht von hier aus fahren. Erstens ist es sehr lang, aber vor allem, es geht dann durch den Wald und sehr mit Wurzeln und dergleichen ist der Weg versehen. Also das ist für Rollstuhlfahrer, auch für Fahrradfahrer überhaupt nicht geeignet. Du kannst auch von Königstein nach Kurort Rathen den Elberadweg auf der Bahnhofseite entlang. Es sind etwa 6 Kilometer. Es geht ab und zu auch hügelig, aber nicht so stark. Also es ist eigentlich auch machbar. Aber es ist also nicht ganz gerade. Wie gesagt, kleine Hügel, also Anstiege und Abfahrten sind auch zwischendrin auf der Strecke. Zum Ortsteil Strand, wie du siehst, also Rathener Ortsteil Strand, sind es 3 Kilometer und von dort dann nochmal 2 Kilometer etwa bis Rathen, bis Kurort Rathen. Und von dort könntest du ja dann auch mit der S-Bahn zurückfahren. Es ist eine sehr schöne Strecke, wenn du dir die 6 Kilometer in etwa zutraust. Ab dem Ortsteil Strand ist es dann gerade der Weg, also sind nur kleine Unebenheiten. S-Bahn Königstein. Hier kannst du erst einmal den tollen Blick schon vom Bahnhof genießen Richtung Königstein und Richtung Lilienstein und diese Elbtalkurve. Das ist schon ein ganz toller Blick, wenn man am Bahnhof ist. Wenn du mit der S-Bahn unterwegs bist, beachte aber bitte Folgendes.
am Bahnhof Königstein auf der Bahnsteigseite in Richtung Meißen, Triebischtal und Dresden auf dieser Seite Lift oder Fahrstuhl. Das musst du beachten. Stand 1. März 2023. An dem Tag, als ich hier war, siehst du, ist der Fahrstuhl noch im Bau, Renovierung. Er wird aber nicht sehr groß, also das sieht man. Renovierung dauert noch etwas an, ich weiß nicht, wie lange noch. Aber er wird auch nur für Rollstuhlfahrer geeignet sein. Er ist ziemlich klein, also nicht für Fahrräder. Ich habe dort auch schon Radfahrer gesehen, wie sie ratlos davor standen. Auf der Seite, auf der Bahnsteigseite, die Richtung Schöna oder Bad Schandau ist, dort kann man ebenerdig zum Ort gelangen oder zu anderen Wanderwegen. Dies müsstest du beachten, wenn du mit der S-Bahn unterwegs bist. Die Bahnsteigkante ist niedriger, denke ich mal, als der Zug. Und es ist auch ein Spalt zwischen Zug und Bahnsteig. Ich danke dir fürs Zusehen, fürs Zuhören. Alles Liebe für dich und alles Gute für dich. Und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Weitere Informationen über mich kannst du gern auf meiner Website www.pausenwege.de bekommen. Du kannst auch gern meine Bücher dazu lesen. Alles Liebe für dich, alles Gute für dich und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.